Schulen dienen der Vermittlung von Wissen und Können. Sie helfen uns, einen Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Mit dem Schulabschluss wird die Grundlage für das Berufsleben gelegt. Vor der beruflichen Karriere steht immer eine schulische oder berufliche Ausbildung. Schulen und Bildungseinrichtungen unterscheiden sich hier in Länge der Schulzeit, den erreichbaren Abschlüssen, gegebenenfalls vorhandener Spezialisierung und der Art, wie Wissen vermittelt wird. Die Schulpflicht beginnt mit dem vollendeten 6. Lebensjahr. Die Dauer der Schulpflicht beträgt je nach Bundesland 9 oder 10 Jahre. Speziell an Sachsen beträgt sie zurzeit 9 Jahre. Die Schullandschaft ist vielfältig, je nach Bundesland gibt es Unterschiede. Kinder in Sachsen besuchen für die Dauer von 4 Jahren die Grundschule. Danach folgt ein Wechsel entweder zum Gymnasium, zur Realschule oder Hauptschule aufgrund einer Leistungseinschätzung seitens der Lehrer. In einigen Bundesländern gibt es als Alternative Gesamtschulen, an denen Kinder leistungsunabhängig gemeinsam unterrichtet werden. Egal welchen Weg man beschreitet, am Ende bekommt man einen Schulabschluss entsprechend der besuchten Schule. Mögliche Schulabschlüsse sind: Schulabschluss im Förderschwerpunkt Lernen, Schulabschluss im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Hauptschulabschluss Qualifizierer in der Hauptschulabschluss. Realschulabschluss, allgemeine Hochschulreife, Abitur, Fachhochschulreife, Studienqualifizierung und Abschluss in einem anerkannten dualen Ausbildungsberuf, Anerkennung ausländischer Abschlüsse. In Berufsschulen oder Berufskollegs können die gleichen schulischen Abschlüsse wie an den allgemeinbildenden Schulen erreicht werden. Hier wird aber zusätzlich eine fachliche Spezialisierung vermittelt, zum Beispiel im Bereich Technik, Handel, Grafik etc. An einigen dieser Berufsschulen kann sogar teilweise oder komplett die Ausbildung zu einem Berufsabschluss absolviert werden.